Johann Sebastian Hornbach. Danke, Meister. Und Entschuldigung. Sag mal, dumme Frage, geht es dir auch so? Ich friere schon wie ein Hund da oben. Ist irgendwie kalt. Also, geht es Ihnen auch so? Heute schon den ganzen Tag, ehrlich gesagt. Es geht ja so schnell. Ja, es geht ja so schnell. Es ist einfach die Zeit wieder da, wo man sich mal mit einer flauschigen Decke wieder auf Couch knallt. Gell? Mit einem Buch und einem Tee. So geht es mir auch. Und ein paar Bredler. Ja, so. Oder mal Glühwein. Es geht ja so schnell. Es geht so schnell. Ja, wir sind eigentlich schon wieder mittendrin, denn in der Vorweihnachtszeit. Ja. Und dann ist da und du hast kein Geschenk. Dann stehst du da. So 140 Mal schlafen. Ja, und das ist schon. Ja, das würde ich sagen, dass man sich miteinander diese heimelige Stimmung ein bisschen erhöht und versüßet und verniedlichert und vernettert, haben wir ein ganz besonderes Bredle, ein Schmankerle dabei. Und zwar die Weihnachtsgeschichte von und mit und vor allem über Ernst und Heinrich. War tust du die? Freie. Da freut sich der Kerl jedes Mal so. Also klar, so, jetzt sind wir mal ruhig, jetzt machen wir Bescherung. Klaus, machen wir das Glückle, bitte. Sei so gut. Bescherung. Ja, so ist's immer quer in der Weihnachtszeit. Ach, es war immer schön in der Weihnachtszeit. Zusammen mit der Mama hat der Papa immer gesagt, hört auf mit dem Streit, es ist Weihnacht daheim. Mama hat zum Papa gesagt, Papa, es ist Zeit, schick den Buben noch zu Tode, er soll sagen, sei so weit. Doch der Papa meint, dass der Bub schon bei der Tode sei, denn der Todesstoll, der holle Dumme in der Bäckerei. Mama hat zum Papa gesagt, es sei jetzt einerlei, er soll dringend Tode holen, notfalls mit der Polizei. Im Retour mit dem Tod bei der Hebamme vorbei, mit der Tode ihr Toyota, weil der einfach schneller sei. Papa hat zur Mama gesagt, es sei ihm aber nein, dass die Tode an Toyota heb, ob's kein Suzuki sei. Auch dem Tod sei dicker Daimler, sei doch wichtig Tuerei, denn ich tät's doch, der bei hat zu für das bissle Fahrerei. Ja, so ist's immer quer in der Weihnachtszeit. Ach, es war immer schön in der Weihnachtszeit. Zusammen mit der Mama hat der Papa Äpfel gesagt, ehren auf mit dem Streit, es ist Weihnacht daheim. Mama sagt zum Papa, Papa, bist jetzt verrückt? Und sie schreit der Papa zusammen, dass der in Tod nein verschrickt. Hol den Tod und die Tode und die Hebam aber gleich. Sanna bei der Mama setzt wehe wieder ein. Papa saut los, doch der Papa kommt nicht weit. Er dreht sich nochmal um, weil ihm Mama etwas schreit. Irgendetwas von der Schlappe, doch der Papa hört's nicht gescheit. Bis der Papa über die Schlappe von der Mama stieg nach heim. Mama blärt, Papa, oh, jetzt ist was passiert. Und der Papa jammert, wie er seine Knochen so sortiert. Irgendwas sei gesplittert, er sei völlig verkratzt. Mama schreit, jetzt sei er auch noch Fruchtblase platzt. Ja, so ist's bei uns quer in der Weihnachtszeit. Ach, es war immer schön in der Weihnachtszeit. Zusammen mit der Mama hat der Papa Äpfel gesagt, ihre Lauf mit dem Streit, es ist Weihnacht daheim. Schrei noch nicht rum. Papa
Papa hat gemeint, es sei mit ihm vorbei, bis er merkt, dass die Splitter bloß ein Meterstab sei. Auch das Blut sei bloß Fruchtwasser, ganz einwandfrei. Doch das Fuchs der Papa weiß, ein Meterstab war nagelneu. Inzwischen schleppt Mama sich zum Telefon ein. Mama reist jetzt zusammen, bellt der Papa hinter drei. Der Termin dürfte für ihn auch erst übermorgen sein. Mama, du verhechel und ich such den Krankenschein. Papa, oh Papa, jetzt heb es nämlich das Kind. Papa, guck, dass etwa eins zu Tode um mich rennt. Statt der Nummgurke, der Papa anrufen geschwind, weil er den Tod auf den Tod einfach nicht verputzen kennt. Ja, so bin ich geboren in der Weihnachtszeit. Ich hab ja so gefroren und duse da hat's gescheit. Zusammen mit der Mama hat der Papa zu uns gesagt. Kinder gucken nach, was da am Boden drunter leid. Und jetzt Schluss mit dem Streit, es ist doch Weihnachten.